herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von der Varaya Loves Paper. Ich bin total erkältet. Dementsprechend müsst ihr mit meiner gruseligen Stimme jetzt leben. Aber gar kein Video drehen ist irgendwie auch keine Lösung. Ich habe für euch jetzt einmal das schöne Tines Garten Journal für mein Tannchen. Das ist ja schon, sag mal, vom Cover her ganz fein. Ja, ich muss, glaube ich, hier nochmal ein bisschen mit Hardcode drüber gehen, vielleicht besser. So, und jetzt habe ich mir Signaturen zusammengestellt. Das will ich heute nämlich mit euch machen. Signaturen auf die unsichtbare Bindung nähen. Und danach werde ich die einkleben und mit Sicherheit 24 Stunden ruhen lassen. Ich habe auch schon einen ganzen Haufen an Embellishments, die ich irgendwie hier rein beamen möchte. Das mache ich natürlich wieder mit euch. Ja, erstmal bis hierhin. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, die Gelegenheit ist günstig. Ich freue mich sehr über neue Abonnenten. Ich freue mich sehr über Kommentare, Likes und jegliche Art von Kommunikation. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, wie euch dann mein Gartenjournal von meinem Tannchen gefällt, wenn ich damit fertig bin. Jetzt packe ich das Cover erstmal beiseite. Ja, ich glaube, das packe ich mal so ein bisschen hier am Rand. Sehr schön. Jetzt möchte ich euch aber zeigen, wie ich die Signaturen zusammengestellt habe. Sollte ich zwischendurch einen Hustenanfall bekommen, lacht euch kaputt oder ignoriert es einfach. Ich habe hier einige Freebie-Papiere genommen und habe die in Tee eingeweicht, habe schwedisches Naturpapier gefunden, habe von Funkelkram ein paar Sachen gefunden, die ich mal in der Bestellung mit drin hatte. Freebie war es wieder. So, von unter anderem Victoria Designs. Ich muss mal gucken, ob ich alle beisammen kriege, die ich hier drin habe. Dann habe ich hier Pusteblumen. Die sind nicht for free gewesen. Die habe ich tatsächlich bei Etsy gekauft. Also ich kaufe schon öfter mal was bei Etsy. Also das ist Signatur Nummer 1. Signatur Nummer 2. Also ich finde einfach die Sachen, die fügen sich sehr schön zusammen. Signatur Nummer 2 ist ein bisschen ähnlich aufgebaut. Und das ist hier echt nur der Grundstock. Grundstock deswegen, ich habe noch ganz viele Sachen von Edith Holden, die hier mit reinwandern möchten. Ich habe ganz viele Embellishments, Seiten, Erweiterungen, Taschen, allen drum und dran. Und ja, die möchte ich dann einfach mit euch hier auch einfügen. Das heißt, hier haben 3 Signaturen. Die sind alle miteinander relativ dünn, weil dieses Journal ja auch nicht so ein mega fettes ist. Bis hier. Das wird sich ändern. Fürchte ich, also so viele Sachen, die ich bisher zusammengesucht habe. So, und das ist ja noch alles ziemlich wild, also das muss ich mir gleich erstmal ein bisschen sortieren und dann zusammenklemmen, dass ich die Sachen hier auch an Ort und Stelle halten kann. Ich habe nämlich ein paar schöne Klemmen, mit denen das gut funktioniert, glaube ich, hoffe ich. Und ja, werde dann mir die Sachen auf die unsichtbare Bindung nehmen. So, hier wieder die schönen Pusteblumen. Also es waren 2 Pusteblumen-Sets, die ich gekauft habe von einer Anbieterin. Die sind wunderschön. Ja, hier schöne Pilze. Auf jeden Fall eignet sich das alles wunderbar für einen Gartenjournal. Oder erweitert Nature Garten. Jetzt muss ich mal eben ein bisschen die Nase putzen. Sonst hätte ich hier vielleicht noch auf die Kamera genießt. Das wäre echt uncool. So. Dann habe ich hier meinen Rücken. Ich muss jetzt einfach mal messen, wo ich am besten meine Punkte mache. Ich werde sie dreifach binden. Ich schaue mal eben. Also wir hätten hier knappe 10x10. Ich überlege gerade bei 7,5, 0 und 7,5, also das wäre dann da, da und dort. Und dann würden hier die Fäden wieder zusammenkommen. Das klingt doch nach einem Plan, oder? Fangen wir mal mit diesem Herzchen hier an. Also 0, 7,5 und 0. Ich zeige euch gleich, wie ich zu meiner Rechnung komme, aber ich finde das mit dem Geodreieck leichter als mit dem Lineal. So, und jetzt möchte ich die Seiten so ausrichten, wie sie hinterher im Journal auch sein sollen.
Also ich kann mir jetzt überlegen, ob ich das nach unten oder nach oben mache. Dadurch, dass ich jetzt zwei kleine Seiten hintereinander habe, würde ich die tatsächlich so ausrichten, dass eine unten und eine oben ist. Also so. Die nächste wieder. Ja gut, das ist wieder die gleiche Größe, wie ich das Außencover habe. Die 5 Gramm Seite ist ein bisschen größer. Die hier fügt sich wieder nahtlos ein. Ja, diese Schatzis hier, die wollte ich so verteilen, dass sie, das sind 4 Stück jeweils, dass sie hier in Stufen rausschauen. So, Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4. So, der vierte kommt, ihr seht, ich ziehe es bis ganz nach oben an die Kante. So raus, müsste eigentlich, ja, kann man mit leben. So, und jetzt geht es darum, das nicht mehr nach oben oder nach unten zu schlagen, sondern das nehme ich nur noch hier rein. Aber es wird jetzt schwierig festzuhalten, vermutlich. Ich muss mal unter meine Kamera greifen, weil ich da so ein paar Klemmen habe. Okay, 3 müssen jetzt tun. Die 4. hält mein Kabel. So, halte ich nämlich die untere Seite inklusive der, sag schon hier, Pusteblumenseite fest. Jetzt halte ich hier die obere Seite fest. Jetzt bräuchte ich eigentlich die 4. Lässt du vielleicht mein Kabel los? Jetzt fehlt ja mein Ärmel, ne? Lass mal mein Kabel los, ohne dass das Kabel jetzt hier im Bild hängt. Ja. So. So gut wie möglich haben wir das jetzt hier festgeklemmt. Und dann möchte ich das so machen. Okay, jetzt habe ich mich selbst verarscht und habe die Klemmen zu eng an die Mitte gesetzt. Kann ja mal vorkommen. Man ist ja noch Anfänger. Ne? Nein, ist man nicht mehr. Jedenfalls fühle ich mich nicht mehr wie ein Anfänger. Aber Blödsinn macht jeder. Also, ne? Blödsinn. Also Blödsinn im weitesten Sinne. So, wir sind jetzt bei 10,1. Wir haben eine Mitte. Die ist hier. Wir haben eine 7,5. Wir haben eine 7,5 fast daneben gemalt. Das war knapp. Könntest du jetzt mal einen Punkt machen hier? Lieber Stift, danke sehr. So. Ihr seht meine Punkte. Jetzt mache ich mir das Leben leicht. Und steche da einfach mal durch. Ich habe unter meinem Papier hier eine Arbeitsmatte, also eine Schneidmatte. Das heißt, wenn ich jetzt hier durchsteche, passiert meinem Tisch mal überhaupt nichts. Nicht, dass ihr jetzt denkt, oh mein Gott, sie sticht sich in den Tisch. Nein, sie sticht sich in die Matte. Und vielleicht in den Finger, wenn es blöd läuft, genau. Manchmal läuft es blöd. Bei so einer Aktion haltet die Finger immer rechts, links, rechts und links von dem, wo er eigentlich reinstecht. Einmal einen rechts, einen links und dann in der Mitte stechen. Genau. Sonst habt ihr nämlich einen Journal mit Blut. In dem einen oder anderen Journal kann das auch richtig schick sein, ne? Hm? Tatsächlich. Schafft, mir in den Finger zu stechen. Das bleibt ja in der Familie, ne? So. Habt ihr eigentlich Pflaster an eurem Basteltisch? Passiert euch sowas auch mal? Oder bin ich die Einzige, der hier sowas passiert? Jetzt hatte ich natürlich jetzt vergessen, mal euch zu sagen, wie ich das festgelegt habe. In welcher Reihenfolge ich die Cover legen will.
Also ich hatte vor, das hier als erstes zu nehmen, das in die Mitte und das als letztes. Das heißt, ich muss jetzt hier auf meinem Rücken, sag ich mal, ähnlichen Spaß machen. Jetzt nehme ich mir erstmal die Mitte von meinem Rücken. Der ist nämlich 10, 10,7 kommt hin. 10,6, 10,7 in jeder Richtung. Also das Doppelte natürlich 20, 21,4. Hätten wir hier die 0. Und ich würde jetzt Pi mal Auge im 0,5 Zentimeter Bereich meine Pünktchen machen. Hier auch 7,5. Angepeilte Mitte. Ich kann sie gleich noch ein bisschen korrigieren. Hier auch 7,5. Vermutlich 0,5 Abstand. Gucken wir uns das Ganze mal von oben an. Halt mal ein bisschen gegen. Naja. Okay. Augenmaß. Dadurch, dass das der Teil ist, den man aufklebt, wollen wir mal nicht so kleinlich sein. Bitte, man kann nicht alles mit dem Auge anpeilen. Nicht alles. Oder nicht immer. Ich bin erkältet. Vielleicht liegt es auch da dran. Die hätte ich zum Beispiel getroffen. Hier den nicht. Vielleicht nicht alles, vielleicht nicht immer. Wer weiß das schon. So, der ist ganz gut geworden. Der hier, der linke, verrutscht mir immer. Wichtig ist erstmal durchstechen dabei. Watch the fingers. Ich habe extra eine härtere Pappe ausgesucht. Damit ich einen stabilen Rücken bekomme. Jetzt verknuddeln und verkrumpel ich meine härtere Pappe. Das ist irgendwie auch cool. Ja, verzeiht mir ein bisschen, wenn ich an. Oder verzeiht mir, wenn ich ein bisschen wortkarg bin. Mit so einer Erkältung und immer so ein bisschen Husten im Hintergrund. Da habe ich nicht so richtig Bock, gerade so viel zu sprechen. Also jedenfalls nicht hier wasservollartig euch einen vom Pferd zu erzählen. Und ihr seht ja, was ich mache. Wer was wissen möchte, darf gerne nachfragen. So. Schief ist Englisch und Englisch ist modern, ne? Jetzt haben wir hier auf jeden Fall das Thema vorbereitet. Ich sehe gerade, dass ich hier irgendwie schräg rausgekommen bin mit dem Stechen. Sehr merkwürdig. Ich gucke nochmal. Oh, scheint irgendwie seine Ordnung zu haben. Im Endeffekt fällt es dann zum Schluss gar nicht mehr auf. Also das kann man schon mal behaupten, dass wenn man das fertig eingenäht hat, ist es wurschtpiep. Und jetzt muss man natürlich überlegen, wo oben und unten ist. Das hier möchte das letzte sein. Das heißt, ich fange jetzt an und gehe von der Mitte
in die Mitte. Natürlich nicht in die Mitte, sondern in die äußere Mitte. So. Das ist mich fast selbst gelingt hier. Mach das erstmal locker. Manchmal ist es geeignet, bei solchen Aktionen eine Zange mit dabei zu haben. Warum eine Zange? Ja, ich habe das schon öfter gehabt, dass ich dabei sowas stecken geblieben bin. Und ich es vor- und zurückziehen, aber ich mein Papier dann irgendwie ein bisschen angetouched sozusagen. So, jetzt hatte ich mir das hier gerade schon vorgestochen. Das möchte aber wahrscheinlich wegen der Kamerahandführung nicht so gerne da durch. So, jetzt möchte es durch. Ich möchte natürlich hier in der Mitte ein bisschen was überlassen. Jetzt kommen wir wieder durch die Mitte. Ja, wie war denn das? Durch die Mitte hinten rum. Achso, ich müsste jetzt eigentlich doppelt einnähen. Ja, gut. So. So. Wichtig. Wichtig. Wichtig hier auch. Gucken wir. Habe ich euch hier fein Nadel abgezogen. So, einmal hinten geguckt. Hin sitzt es gut. Ja, und ich versuche mal den Faden ein bisschen weiter nach oben zu organisieren. Dass man an Bimsel, Bamsel, Dingel, Dangel, sonst so was da noch dran hängen kann. Der ist allerdings ein bisschen rutschig, der Faden. Der ist nämlich sehr, sehr stabil. Also mit dem nehme ich zum Beispiel auch Handtaschen. Eine schöne alte Handtasche von meiner Oma. Da hat sie Nähte ein bisschen zerlegt und ich habe damit auch schon das Trampolin repariert. Und dann mache ich noch einen doppelten Knoten dran, weil dieser Faden halt, wie gesagt, etwas rutschiger ist. Nicht, dass der sich hier verabschiedet und aufgeht. So, ihr seht, hintere Signatur eingenäht. Dann machen wir die Klammern ab. Schön fest. Ja, jetzt kommt die mittlere. Je mehr man da dran packt, desto unbequemer wird es natürlich. So, ich hoffe mal, dass ihr noch alles im Bildausschnitt habt. Tja, also das Äußere. Jetzt haben wir hier zum Beispiel keine kurze Seite dahinter. Jetzt mache ich das nämlich so und lege das hier in der Mitte. Und komm, du kannst mal ein bisschen rutschen. Dann kommt die Funkkramseite daher. Hier habe ich so ein Schnipslicken. Das Schnipslicken. Das ist nämlich von einer Seite, die gleich noch kommt. Darf dahin. So, und die drei hier. Die drei, die jetzt kommen. Die sollen zusammen so hoch sein wie die Funkelkramseite, die dahinter liegt, weil das nämlich die größte ist. Deswegen muss ich mir die mal ein bisschen zurechtzupfen. Soll aber nicht größer sein, das heißt, also nicht größer, also nicht oben unten rausgucken, noch mehr als die. Das heißt, die höchste Seite hier in dieser Signatur ist die Funkelkramseite. Und der Rest, der fügt sich dann da ein. So, und da ich hier so ein bisschen Zacken und Schnipsel drin habe, achso, ich rutsche aus dem Bild raus. Moment. Da, wenn ich ein paar Zacken und Schnipsel, bleibt das jetzt so. Damit die Zacken und Schnipsel hier auch nicht noch höher werden, weil das, wie gesagt, die Funkelkramseite ist schon an der Kante des Erträglichen für dieses Buch. Da habe ich ein paar Seiten, die ein bisschen kleiner sind. Und hier kommt gleich die Seite, von der diese Schnipselgeschichte ist.
So, und die hier setze ich jetzt einfach mal nach ganz oben, weil ich es kann. Und die hier ist nämlich wieder so hoch wie die Signaturfass, also da gehe ich unten an die Kante, ihr seht es. Hier, die Kante, dass ich unten möglichst viel davon habe. Also zusammengeschlagen wird sie gleich, also nicht verkloppt. So, da ist nämlich eine kurze. Dann mache ich das jetzt mal so. So, jetzt zusammengeschlagen, meine ich immer runtergeschlagen. So. Sieht alles von außen ein bisschen seltsam aus, aber wenn ihr euch dann vorstellt, dass da hier Spitze und Co. damit verarbeitet sind. Spitzen verarbeitet sind. Dann ergibt das nämlich alles wieder Sinn. So. Okay, ich sehe gerade. Hier innen noch ein bisschen weiter reinrutschen. Zusammenklopfen hat noch nicht so viel gebracht. Jetzt. Jetzt drehen wir es gleich richtig rum. Und wir sind wieder bei. Erstmal die Mitte anpeilen. 10,2. 0. 7,5 und 7,5. Wir brauchen Garn, wir brauchen eine Nadel, ein bisschen Treffsicherheit, das klappt immer ganz gut mit diesem festen Garn. Dieses Garn ist tatsächlich mega schwer zu schneiden. Also selbst meine super scharfe Bastelschere hat da so ein bisschen Spaß mit. So, bevor ich jetzt hier loslege und rumschneide, steche ich mir erstmal hier die Signatur durch. Vorbereitung ist alles. Einen muss ich festhalten. Und jetzt geht's weiter. Jetzt wird es ein bisschen raschelig und fummelig. Geht's hier in die Mitte meines Rückens. Bring jetzt aus der unteren Seite wieder rauf. Ich hoffe, ich treffe das Löchlein. Okay, das war etwas schräg. Hilft nichts, gestochen ist gestochen. Wer kann eine Signatur mit weiteren Löchern da haben, die ich gebrauchen kann? Schwupps. Wichtig ist immer das letzte Stück Faden festzuhalten. Huch. Schätzelein verknoten wollte ich dich jetzt noch nicht. Was machst denn du hier? Jetzt sind Faden durchgestochen. Nicht dein Ernst.
Ja, dann muss ich den wohl ein wenig kürzen. Oder ein wenig hochziehen. Das nicht. Wenn euch sowas passiert, einfach mal die Ruhe bewahren. Ich habe geschickterweise meinen Faden durchstochen. Das heißt, gegebenenfalls wird hier einfach der Innenteil ein bisschen kürzer. Also, das heißt, ich kann vielleicht weniger schönen Charme dranhängen. Ihr seht da, was ich meine. So, zack. Jetzt habe ich hier so kleine Ribbel. Naja. Egal. So, wo ist mein Faden? Klar. Jetzt gehe ich hier wieder durch die Mitte. Spannend, mir hier beim Signaturnähen zuzugucken, oder? So. Dann habe ich wieder das Problem, dass ich hier mein Loch nicht finde. Dort vorgestochen, aber bin ich doll genug gestochen. Nur sowas. So, jetzt werde ich es finden. Schwupps. Was ich hier veranstaltet habe bei der Aktion. Irgendwie habe ich meinen Faden scheinbar doppelt durchgenäht. So, jetzt kriege ich ihn beisammen. Zack, die zack. Nochmal check hinten, hat funktioniert. Wie gesagt, das wird einen etwas kürzeren Charmsfaden. So, Konzentration. Kennt ihr das, wenn ihr erkältet seid und die Konzentration einfach, weiß ich nicht, von dann zieht, lachend ohne Hose? Dass es nicht mal in der Lage ist, dass man nicht mal in der Lage ist, vernünftige Abschlussfäden hier zu machen. So, jetzt hat geklappt. Jetzt nicht mehr anpacken. Dann ab. Zack. Da haben sie jetzt ein bisschen Fadengedöns raus. Das darf so sein. Zwei Fäden. Wunderbar. Ich habe es auch richtig rumgemacht, ne? Alle Seiten. Das ist immer das Schönste, wenn man beim nach dem Einnähen erkennt. Mist. Upside down. So. Der dritte Teil. So, hier haben wir wieder klein und groß. Also hole ich mir das hier quer in die Mitte. Der große Teil kann wieder oben und unten ein bisschen rüber gucken. Gucken wir von außen mal an. Bisschen verschieben noch so. Jetzt gefällt mir das. Und dieses Schatzi möchte ich jetzt recht weit nach unten haben. So. Dann nehme ich die beiden sind nahezu identisch groß. Ein bisschen höher. Jetzt habe ich hier wieder meine. Na, klappt das? Ja. So, und hier ist jetzt wieder der Spaß. Ich will es oben und unten ich auf das maximale Maß haben und dazwischen eher ausgeglichen. Es muss nicht perfekt sein. Sehe ich gerade, dass meine Pusteblumen ein Müh verrutscht sind und die muss ich nochmal eben korrigieren, alle miteinander. So. Jetzt sind sie gut. Jetzt kann ich sie nämlich auch
so gut wie irgend möglich mit den Klemmen fixieren. So. Schiebe ich nochmal mit den Fingern jetzt ein bisschen rein, schön die Fingernägel walten lassen und es wieder richtig rumlegen, messen. Wir sind wieder bei 10, oh, hier ist es Uhr ein bisschen 10,1, oh gut, das tut jetzt nicht so viel zur Sache. So ein Millimeter, ey, ist schöner als beim Junk Journal, ne? Auf einen Millimeter kommt es dann wirklich nicht an. Auf einen Zentimeter dann eher schon. Also 7,5 rechts, links. 0 in der Mitte. Poking Tool. Wie Pam von Paper Outpost immer so schön sagt. My Poking Tool. Finger Tool, Poking Tool. So, jetzt mal ein bisschen. Da ich mal ein bisschen Platz dadurch als eben. Könnte klappen. Ja, ein bisschen Garn, Nadel, zielen. Schön ist bei diesen Riesennadeln, kommen wir noch wenigstens durch. Sprachzielen kam nicht durch. Hallo? Können Sie mal? Nein, können Sie nicht. Sie müssen neu abgeschnitten werden. Manchmal ribbelt sich der Faden so ein bisschen und dann hat man einfach verloren. Dann ist das so. Muss man auch mal neidlos anerkennen, mal gegen einen Faden zu verlieren. Meine Aufnahme läuft noch. Jo. Jetzt hier und hier auf den Kopf gedreht, sehr schön. Der Fokus stimmt auch noch. Ich bin begeistert. Also nach dem Einkleben, wie gesagt, mit Klemmen fixieren und 24 Stunden lang nicht anpacken. Das ist das, was ich favorisiere, wenn ich hier Signaturen wirklich verdeckt einnähe und einklebe. Den Mittelteil, weil alles andere versaut einem echt möglicherweise das Ergebnis. Nichts ist schlimmer, als wenn dann hinterher die Signaturen rausfliegen. So. Ziehen wir uns den ganzen Spaß mal wieder rüber. Ja. Während meine Nase irgendwie der Meinung ist, wegzulaufen. Das ist doch eine Erkältungszeit samt und sonders momentan. So, wo ist denn mein Löschlein? Ja. Sehr versteckt. Das darf hier unten ruhig so ein bisschen hin und her schwabbeln, bis ich es festziehe, ist das okay. So, wieder durch die Mitte. Und diesmal nicht den Faden treffen vielleicht. Oder habe ich den Faden wieder getroffen? Das ist mir auch echt noch nie passiert, dass ich hier den Faden durchsteche. Naja, warum auch nicht? Oh, sprach sie und ich stach den Faden. Gucken, ob ich das jetzt hier festgezogen kriege oder ob ich wieder irgendeine Fadenoperation machen muss. Dich kriege ich hier fest, dich kriege ich auch ran. Ja gut, der ist jetzt einfach auf die Länge festgelegt, weil ich ihn wirklich durchstochen habe mal wieder. Spannende Angelegenheit. Wieder einen kürzeren, einen längeren.
Aber auch das, ganz ehrlich, gibt Schlimmeres als einen kürzeren und längeren Fahren zum Abschluss. Nun bleibt mir noch das ganze Gekröse hier vernünftig festzuziehen. Gerade jetzt mit dem durchstochenen Faden ist das natürlich besonders spannend, ob das gut funktioniert. Ja, tut es. Muss ich sagen, glücklicherweise tut es das. Ihr hört hier wahrscheinlich nur Geraschel und Gemurmel von mir. Da gibt es wieder ein kurzes Pfädchen und ein langes Pfädchen geben. Das ist jetzt hier gerade ein bisschen locker geraten, aber geht schon. So, gucken wir uns den ganzen Zauber hier mal an. Die Fäden lasse ich draus hängen. Die Klammern ein bisschen weg. Die brauche ich gleich wieder. Vermutlich. Schwupp. Wir haben drei Signaturen eingenäht auf einen Rücken. Der Rücken möchte gerne ins Buch geklebt werden. Und zwar wirklich sich in diese Rundung einfügen. Ihr habt das schon mal gesehen. Das ist wirklich, wirklich ein festes Cover. Und da werde ich oben und unten auch Klemmen dran machen. Ich überlege gerade, wie ich die am besten mache. Am besten mache ich den jetzt ein bisschen weich, dass der wirklich sich einfügt in diese Rundung. Dass ich mir damit jetzt kein Ei ins Nest lege. So. Und das muss dann hier wirklich rund rein und erstmal das Fussel hier hochstehen. So, rücken wir uns das jetzt erstmal zurecht. Gut, das Papier, was da raussteht, ist eine Sache, ne? Aber wir werden später noch Spitzen und Tabs und so weiter rausgucken. Deswegen die beiden Bänder hier, die werden später was zu tun haben. Okay. Sprach sie, schmiss die Taschen doch runter. Und jetzt habe ich hier noch ein, das trifft sich ganz gut. Ich habe einen Rest vom Junkliner-Kleber noch übrig. Gucken, wie fest der ist. Weil der ist so richtig schön zäh. Richtig ein schöner, zäher Rest. Wenn der überhaupt noch geht, geht er noch? Ja. So, und der ist wirklich hier großes Kino, um das da einzubinden. Und den verteile ich jetzt komplett in der Rundung. Ihr seht hier die beiden rechts und links die beiden Kanten hoch. Richtig schöne dicke Pampe. Je mehr man natürlich von dem Kleber benutzt, desto mehr Luft kommt dran und desto zähflüssiger wird er. Und dadurch, dass ich diesen Rest jetzt schon ein paar Tage stehen habe, unbenutzterweise, ist er natürlich etwas fester geworden. Das trifft sich aber gerade ausgezeichnet.
Der Trick ist halt wirklich nur stehen lassen. Nicht anpacken. Vielleicht festklemmen. Auf jeden Fall auf den Rücken stellen, dass die Schwerkraft mitarbeitet. Ansonsten nicht anpacken. 24 Stunden. So, danach kann man die Seitenflaps da dran kleben. Und jetzt muss man natürlich, darf man nicht den Fehler machen, das Ding jetzt hier falsch rum einkleben. So, und ich mache jetzt einen ähnlichen Spaß, ein bisschen dünner. Nehme ich mir jetzt hier meine Signaturen. Tunke meinen Faden möglichst nicht da rein. Nehme mir hier meine Signaturenpappe und streiche mir jetzt hier dünner diesen ganzen Pappstreifen ein. Und da habe ich hier Rückseite vom Zeichenblock genommen, so ein bisschen dickere Pappe. Die bricht nicht, wenn man sie, sag mal, so in so eine Rundung verfrachtet. Und ist trotzdem sehr stabil und ziemlich reißfest. Also das heißt, wenn ich jetzt hier einnähe und da ein bisschen dran ziehe, reißt es mir nicht gleich ein. Das ist der Sinn der Übung. So, dann habe ich jetzt hier gleich zwei Klebeflächen, auf denen ich, die ich zusammendrücke. Und bisher ist mir das noch nie passiert, dass mir solche Klebeflächen wieder auseinandergegangen sind. Und was ich da immer noch mit Netz und doppeltem Boden habe, ist hier dieses Stoffgedönse, was ich dann noch rechts und links ins Buch rein klebe, um einfach noch ein bisschen zu stabilisieren. Und das macht natürlich auch schöner, weil es diesen Pappstreifen hier verdeckt. So. Der Pappstreifen hat sich jetzt hier einmal schön auf die Ecke. Nichts ist blöder, als irgendwo eine hochstehende Ecke zu haben. Nun kommt der Moment der Wahrheit. Wir haben ziemlich gerade eingenäht. Müssen wir den ganzen Zauber nur noch gerade einsetzen. Und darauf achten, dass es oben unten passig ist mit dem Pappgedöns, dass die Fransen anständig rausstehen. Sieht sehr mittig aus. So. Und jetzt bringe ich ein bisschen Druck, dadurch, dass ich die Signaturen gut eingebunden habe. Das ist ziemlich stabil. Bringe ich jetzt ein bisschen Druck hier auf den Rücken. Oben. So, kann man eben fühlen. Okay, hier kommt schon ein bisschen Kleber durch. Habe ich sehr gut gemeint mit dem Kleber. Bremsen sollen aber unten rausschauen, nicht seitlich. Sehr gut gemeint mit dem Kleber. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt, muss ich ehrlich sagen. Dadurch, dass der Rücken so rund ist und ich die gerade Klammer da reinpacke, ist höchstens Deko. So, und jetzt lagere ich den Spaß aufrecht. Bis morgen lehne ich ihn irgendwo an, wo er weder Feuchtigkeit noch irgendwas anderes abbekommt. Ja, ein bisschen gerade rücken noch den ganzen Zauber. Die Buchecken aufeinander.
Wenn ich mir das so anfühle, ich muss auf jeden Fall, sollte ich hier nochmal mit Hardcode drüber gehen, sicher, sicher. Oh. Wir sehen gerade, dass ein Löchlein scheinbar sich hier gebildet hat. Die Unterlage muss eh neu. Guck mal an. Na, das ist doch wieder nur ein Grund darum, dafür dann nochmal mit einem matten Hardcode drüber zu gehen. Weil hier jetzt Kleber durch den Rand kommt, dort auch. Das ist gut zu sehen und gut zu wissen. Dann habe ich nämlich genug Druck drauf gebracht. Darf der Kram noch ein bisschen verstrichen werden, damit hier keine Blasen rauskommen. Das Schöne an dem Junk Journal Kleber ist, er bleibt flexibel. Das heißt, ich werde damit jetzt nicht mein Buchcover hier kaputt machen. So, jetzt stelle ich das Ding aber irgendwo hochkant hin. Also, so. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr mit Geduld hier zugeschaut habt. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr geschnieft und gehustet. Jetzt habt ihr auf jeden Fall live oder ungeschnitten, nicht live, aber ungeschnitten gesehen, wie ich eine verdeckte Bindung in ein wirklich altes Buch packe. Nächstes Mal werdet ihr sehen, was dabei rauskommt, also wie gut es hält. Und dann werden wir ja die Kanten ankleben und auch uns mit der Deko beschäftigen. Es kann auch schon sein, dass ich hier die Stoffkanten schon vorher einklebe, dass wir gleich mit der Deko durchstarten können. Gut möglich. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich freue mich aufs nächste Video mit euch und sag mal bis dahin. Bis demnächst in diesem Kino.